Bei dieser Musik haben Sie bestimmt große, schwerfällige, vollgeschmückte Kaltblüter vor einer Kutsche erwartet. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir an Kaltblüter denken, hat so gut wie jeder von uns dieses Bild vor Augen. Doch wir wollen und werden Ihnen heute zeigen, dass die großen, dicken auch anders können. Sie können zuhören, verstehen und Anweisungen genauso präzise folgen wie alle anderen. Wir müssen ein wenig improvisieren heute, da vor 5 Tagen überraschend 2 Drittel der Besetzung ausgefallen sind. Zum Glück ist sie die Vanessa, die ihrer Freiberger Stute Romina kurzfristig eingesprungen. Dafür bitte einen ganz großen Applaus! Vanessa macht mit Romina viel im Gelände, Wanderritte und Gelassenheitstraining. Dann Theresa mit ihrer 9-jährigen, rheinisch-deutschen Kaltblutstute Alexa. Die beiden sind ebenfalls viel im Gelände unterwegs, laufen bis Tour und Extreme Trail. Dann haben wir noch Blaze, sie ist heute unser Maskottchen. Mein Name ist Nora und ich werde Sie heute durch unseren Trail begleiten. Wir werden Ihnen heute eine Mischung aus Force Agility, Gelassenheitstraining und Extreme Trail zeigen. Im Extreme Trail überwinden Pferd und Reiter samt schwierige Naturhindernisse, wie zum Beispiel Stufen, Baumstämme, Felsen, Wasser und verschiedene Holzhindernisse, wie Brücken, Klippen und Wälle. Ja, da ist mit gerne rum. Sieg an! Man kann das Ganze noch steigern, indem man Gelassenheitstraining übt und zum Beispiel mit einem Klappersack umläuft. Das Pferd wird auf 2 Dinge gleichzeitig konzentriert. Einmal auf die Anweisung des Liebstes und auf den Sack, weil das könnte ja eine Gefahr darstellen. Man kann das Ganze vorwärts und rückwärts machen. Rückwärts ist natürlich viel schwieriger, da man im L um die Kurve laufen muss. Seitwärts geht auch. So, jetzt hat das Pferd 3 Dinge. Hufen kontrollieren, Klappersack, um die Kurve laufen, 4 Dinge sogar und den Menschen. Wie gelassen sie ist, zeigt, dass die beiden schon zusammen ein volles Team sind. So, jetzt reitet Theresa zum Balance. Ein Element aus dem Extreme Trail. Dieser Ball ist 50 cm schmal. Das heißt, wenn man oben drauf reitet, kann man als Reiter dieses Balance Beam nicht mehr sehen. Das Pferd muss gerade gerichtet sein, um gut um die Hügel zu reiten. Die Schwierigkeit ist für die Pferde, da die Pferde beim Hochlaufen keinen Sprung holen können, müssen sie sich langsam hochlaufen. Das ist natürlich viel, viel anstrengender. Auch das kann man natürlich mit einem Element aus der Gelassenheit noch viel schwerer machen. Gymnastikball werde ich Alexa jetzt abwerfen. Sie muss dabei ausgleichen, wenn ich sie abwerfe, damit sie nicht runterfällt und darf sich natürlich nicht erschrecken, denn sonst fliegt sie vom Balance runter. Sehr gut hat sie das gemacht, sie kennt das schon. Die sind, würde ich sagen, gerade auf dem Weg zum Stangen-Dicado. Da muss das Pferd dem Führer auch zuhören und die Füße heben, denn eigentlich darf es die Stange nicht führen. Was allerdings ziemlich schwierig ist, denn nicht alle Pferde heben die Füße immer so hoch. Und bei dem Turnier würde das abziehen.
Ja, jetzt hat sie es geschafft. Vielen Dank. Einen Applaus machen. Und jetzt noch mal. Und noch mal einen Applaus. Wieder ohne Berührung. Ziemlich unterlegen und darauf abstehen.
Ja, ganz schön. Danke, Alexa. Danke, Alexa. Auf.
4 Plus oder so. Super moderiert. Wenn meine Stimme ganz ausfällt, ich rufe dich. Du kannst das dann machen. Das ist kein Problem. Von daher spenden Sie nochmal an unsere Newcomer einen ganz großen Applaus. Danke. Dankeschön.